Ja, Herr Dr. Stuhlmann, schön, dass Sie heute bei uns sind und über Bindung und Demenz referieren werden. Ich hätte noch mal ein paar ergänzende Fragen dazu. Eine Frage ist, Feinfühligkeit gilt ja in der Bindungstheorie als wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung einer sicheren Bindung. Wie können Pflegende und Betreuende daran arbeiten, ihre Feinfühligkeit zu schärfen? Feinfühligkeit ist auf der einen Seite eine Fähigkeit, auf der anderen Seite auch eine Haltung. Und hinter dieser Feinfühligkeit steckt eben auch die Akzeptanz, die Wertschätzung des Patienten, auch die Echtheit in dem, was man an Gefühlen wahrnimmt. Das zu steigern bedeutet natürlich auf der einen Seite, dass jemand sich bewusst ist dessen, was er an Gefühlen wahrnimmt und versucht, die von seinen eigenen Gefühlen zu trennen. Auf der anderen Seite, dass er auch weiß, was er sehen muss. Das heißt also, ich muss auch lernen, bestimmte Dinge, die auch meistens ja nicht verbal ausgesprochen werden, wahrzunehmen. Und das heißt also, da sind eben doch Dinge, die also durch Fallbesprechungen, durch Fortbildungen in dem Bereich sehr wesentlich gefördert werden können. Ja, das führt eigentlich ganz gut so zu der nächsten Frage. Was hilft eigentlich den Pflegenden, die eigenen sicheren Bindungsanteile zu stärken? Also, dass man sich gestärkt genug fühlt, aus einer eigenen Kenntnis der eigenen Person heraus, sich Menschen mit Demenz zur Verfügung zu stellen, also ein Stück weit ihnen eine sichere Basis zur Verfügung zu stellen. Ich denke, einmal wäre wichtig, sich zu überlegen, was ist man selbst für einen Bindungstyp, das heißt, nach welchem Muster möchte ich meine Beziehung gestalten, und da ist es natürlich schön, wenn jemand selber auch eine sichere Bindung hat, denn dann kann er den anderen am ehesten so annehmen, wie er ist. Er kann seine Gefühle wahrnehmen und seine Gefühle teilen. Es gibt aber andererseits auch Menschen, die selber eher sehr großen Wert legen auf Autonomie und die dann also auch eine Angst haben vor zu großer Nähe und dadurch also auch eine emotionale Distanz aufbauen, auch dann entsprechend mit diesen eigenen Gefühlen dann auch nicht richtig umgehen können, weil sie eigentlich dann Angst haben, wenn sie sich auf die Nähe einlassen, dass sie enttäuscht werden, dass sie resignieren, dass sie zu wenig Dankbarkeit bekommen, irgendwie auch immer. Und die andere Seite des Pflegenden wäre eben, dass jemand ein sogenanntes Helfersyndrom hat. Das heißt, er ist sehr angewiesen darauf, dass der andere eben ständig dankbar ist, dass er ständig also ihm zugeneigt ist. Und in dem Moment, wo der andere ein autonomes Gefühl zeigt oder sagt, also ich möchte jetzt nicht, dann ist er enttäuscht oder er ist resigniert. Und diese Menschen, die da sehr abhängig sind davon, landen natürlich sehr schnell auch in einem Erschöpfungszustand, weil sie denken, ich muss mir noch mehr Mühe geben, ich muss noch mehr von mir zeigen, ich muss mich noch mehr engagieren, um dann praktisch die eigenen Grenzen zu überschreiten. Also hier, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, wo das beginnt. Und das andere wäre dann, dass jemand dann auch, wenn er diese eigenen Grenzen erkennt, diese Grenzen für sich definiert und dann eben auch lernt, an bestimmten Stellen Nein zu sagen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Würden Sie sagen, dass man als Pflegender durch die eigene Arbeit seine Grenzen weiten kann, was das angeht? Ja, ich denke schon. Also einmal, wenn ich mir überlege, ein Grundbedürfnis nach Wertschätzung, Respekt, bedeutet ja letztlich, dass ich den anderen so nehmen kann, wie er ist. Das heißt also, ich stelle keine Bedingungen, wie der andere sich verhalten muss. Ich versuche nicht ständig den anderen zu überführen. Kennst du mich noch? Weißt du noch? Und so weiter, sodass also hier praktisch ich lernen kann, einfach den Menschen als Menschen zu sehen und ihm dann diesen Spielraum zu lassen. Im Rahmen der Demenz sind eben auch die Spielregeln anders und die muss ich verstehen. Und danach kann ich also meine eigenen Grenzen natürlich wesentlich besser definieren, indem ich zum Beispiel sagen kann, aha, hier ist eine Person, die legt sehr großen Wert auf Kontrolle. Also gebe ich ihm die Möglichkeit, möglichst viel Kontrolle in seinem Leben auszuüben und möglichst wenig versuche ich jetzt, ihm diese Kontrolle in Bezug auf alltägliche Dinge nicht zu gewähren.
zum Beispiel. Ne? Ja, für die Entwicklung einer guten Bindung ist ja die leibliche Zuwendung. Das Berühren, das Schaukeln, das Wiegen, auch die eigene Stimme, die spielt ja eine sehr bedeutsame Rolle, auch das Lächeln. Wie würden Sie das einschätzen, haben Pflegende gerade durch die pflegerische, körperliche Zuwendung eine Möglichkeit, dadurch eine sichere Bindung aufzubauen oder dazu beizutragen? Ich denke, hier ist erstmal sehr wichtig, dass ich spüre, ob jemand eine körperliche Nähe möchte oder nicht. Es gibt Menschen, die körperliche Nähe als Überfall, als bedrohlich erleben, und es gibt andere, die nicht genug körperliche Nähe bekommen können. Das heißt, also ich muss hier als Pflegender für mich erstmal natürlich die beiden Grenzen wahrnehmen, die ich habe, nach zu großer Distanz und zu großer Nähe. Dazu nutze ich aber eben die anderen Bindungssignale. Es sind sehr viele Signale, die nicht die körperliche direkte Nähe und Berührung brauchen, sondern es gibt Signale, es geht los mit dem Lächeln oder es gibt das Winken, es gibt das Gesehenwerden. Und ich glaube, hier ist für Menschen mit Demenz entscheidend, dass sie wahrgenommen werden in ihrer Art, so wie sie sind. Und wir wissen ja, der alte Spruch heißt, Existenz ist wahrgenommen werden. Und das ist das Entscheidende. Und dazu gibt es ein Signalsystem, wie ich Menschen wahrnehme, und die körperliche Berührung, das Anfassen, das Streicheln und so weiter, das Kitzeln und was es alles geben mag, ist ein Teil dieses Signalsystems. Es muss integriert sein in ein System, das Nähe und Distanz wahrt. Eine letzte Frage noch. Besonders bei unsicher vermeidenden und unsicher ambivalenten Bindungsformen kann es ja in der Pflege zu belastenden Situationen kommen, Zurückweisung, Widerstand, beständiges Rufen, ähnliche Phänomene. Wie können Pflegende diese Bindungsstile erkennen und wie sollten sie darauf reagieren? Ja, das ist natürlich ein Problem, da viele Pflegende ja nicht mehr die intensiven biografischen Kenntnisse haben, die man eigentlich benötigte. Ich müsste ja schon wissen, wie sind die frühen Lebensjahre verlaufen, hat jemand traumatische Erfahrungen gemacht, hat jemand ständig in einer starken Symbiose gelebt, hat jemand viel Enttäuschung erlebt und hat gesagt, nein, ich vertraue keinem mehr, ich kann mir nur selbst trauen. Also ich muss etwas aus der Biografie wissen. Das andere geht, es geht immer darum, in den Situationen die Kontrolle zu behalten. Und ich habe immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich die Kontrolle behalten, indem ich jemanden zurückweise und dadurch mich sicher fühle, oder ich gehe selber aus der Situation. Nun habe ich in der Pflege wenig Möglichkeiten, selber rauszugehen, weil ich eben nicht mobil bin, weil ich nicht raus darf, weil ich im Rollstuhl sitze, wie auch immer, sodass hier es sehr darauf ankommt, wie die Umwelt diese Möglichkeiten auch einschätzt. Also zwischen diesen beiden Polen, Kontrolle und Rückzug, muss ein Weg gefunden werden, ne, mit diesen Menschen umzugehen. Und wenn wir uns jetzt angucken, dieses sogenannte herausfordernde Verhalten, was ja dann bei Menschen, die sehr starken Wert legen, darauf, ihre Kompetenz zu zeigen, sich selbst gegenüber natürlich und auch der Umwelt gegenüber, dass die auch in der Pflege nicht einfach sind, vor allen Dingen dann, wenn bestimmte Grenzen in der Pflege überschritten werden müssen. Das sind Menschen mit dieser etwas distanzierenden, autonomen Bindungsweise, dass die eigentlich ihr Leben relativ gut zurechtkommen, bis zu dem Punkt, wo sie auf Hilfe angewiesen sind. Gut, dann danke ich Ihnen sehr für diese Ausführungen. Vielen Dank auch.